Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir, wir sprechen mal wieder über Produkte, die ich hier auf jeden Fall schon habe, denn es ist immer noch recht schwierig, an wirklich viele neue Produkte zu kommen und die Full-Face-Reihe geht natürlich weiter. Wir machen aber dazwischen eine kleine andere Geschichte mal. Und zwar dachte ich mir, dass wir heute einfach über Produkte sprechen, die meiner Meinung nach so ein bisschen hinten übergefallen sind, über die niemand mehr spricht. Produkte, die meiner Meinung nach unterschätzt sind und wir kriegen fast ein Full Face daraus und ich freue mich riesig auf das Video, denn ich bin gespannt, wie die Produkte gemeinsam funktionieren. Ich habe schöne Produkte hier, die ich auch ewig nicht mehr benutzt habe, vor der Kamera zumindest. Und ja, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ich bin fit, ich bin da und es geht auch gleich los. Aber Freunde, was definitiv unterschätzt ist, ist Lichtschutzfaktor. Wenn ihr Okay, wenn das Video online ist, dann ist die Sonne schon weg. Wenn ihr morgen mal aus dem Fenster schaut, dann ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass die Sonne ist jetzt da. Und ich habe in den letzten Monaten hier gelernt, dass ich, wenn ich euch Produkte zeige, eine Sache immer so ein bisschen vernachlässigt habe. Und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Und das ist Lichtschutzfaktor. Lichtschutzfaktor ist generell immer wichtig. Ich rede selten über Lichtschutzfaktor hier. Weil, ja, das war immer recht weit weg von mir, weil ich mache mein Make-up wieder ab. Ich habe es nie vorher wirklich benutzt. Und deshalb habe ich mich für dieses Video mit Flora Mare wieder zusammengetan, die eine wirklich tolle Lichtschutzfaktor-Reihe haben. Ich habe 4 Produkte, die ich euch ganz kurz einmal vorstellen möchte. Ich glaube, wir fangen einmal mit dem größten Produkt an. Das ist das Taking Care Face and Body Balsam. Ihr könnt schon sehen, das Ding ist riesig. Hier sind 250 Milliliter mit drin. Das ist meeresfreundlich, denn hier ist kein Mikroplastik drin. Es wird bei der Verpackung schon darauf geachtet, dass es umweltfreundlich ist. Pflegende Stoffe wie Aloe Vera und Lichtschutzfaktor 30. Das ist schon recht hoch und ist genau für die jetzige Zeit perfekt, wenn ihr einfach ein bisschen Schutz braucht. Es hat keinen eigenen Geruch und wie gesagt, es ist ohne Mikroplastik, ohne Parabene, ohne Mineralöle und es gut fürs Meer, wenn ihr damit baden gehen solltet. Falls ihr euch so ein bisschen mit Lichtschutzfaktor auseinandergesetzt habt schon mal, wisst ihr, es gibt einmal den mechanischen und einmal den chemischen Schutzfilter. Teilweise verschmutzen die das Meer sehr, sehr stark. Das ist bei Flora Mare nicht der Fall. Der Name sagt schon, es wird einfach auch so ein bisschen auf das Meer geachtet. Dann habe ich ein Produkt, was ich richtig gut finde, weil ich habe so einen kleinen Tick, seitdem ich Khloe Kardashian verfolge. Sie cremt ihre Hände ausschließlich mit Sonnencreme ein, denn sie möchte keine alternden Hände bekommen. Und da habe ich hier einmal die Handcreme, die hat Lichtschutzfaktor 25. Auch hier sind 150 Milliliter drin. Ocean Friendly Aloe Vera drin, damit eure Haut einfach so ein bisschen gepflegt wird. Das sind 2 Produkte für den Körper, die wirklich gut sind und die ich jetzt jeden Tag tatsächlich auch benutze. Einfach weil ich möchte keinen Sonnenbrand bekommen, ich möchte keine vorzeitige Hautalterung bekommen. We don't need that. Falls ihr aber eher was für euer Gesicht sucht, habe ich hier einmal einen Tinted Moisturizer. Der hat Lichtschutzfaktor 25. Der ist etwas dunkel, ist dann für so sonnengeküsste Haut ganz schön. Eine sehr, sehr feine Deckkraft und gibt so eine leichte Ebenmäßigkeit im Gesicht. Hat aber schon Lichtschutzfaktor 25 mit eingebaut. Die Verpackung ist auch aus Glas, sehr gut zu recyceln. Und ich weiß, dass viele von euch es wichtig ist, dass einfach so ein bisschen auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Welches Produkt ich aber jetzt mit euch benutzen möchte, das ist der Sun Defense Moisturizer. Der hat Lichtschutzfaktor 20 mit drin. Der ist wirklich perfekt für unters Make-up. Ihr könnt natürlich auch höher gehen. Ich bin ein sizilianisches Geblüt. Ich kriege keine Sonnenbrände im Gesicht. Also generell kriege ich keine Sonnenbrände im Gesicht. Der zieht super schnell ein. Ich kriege keine Unterlagerung von dem Sonnenschutz. Ich habe die Sachen jetzt seit... Der Code ist noch von April. Ich habe... im April angefangen, die Sachen zu testen. Also ich habe keine Unterlagerung bekommen seit April. Ich als Sizilianer habe nicht so Probleme, aber vielleicht braucht ihr einfach einen Sonnenschutz. Ich gebe mir eine ganz dünne Schicht einmal hier ins Gesicht. Jetzt erstmal fürs Video, dass ihr seht, wie es auf der Haut aussieht. Die Haut sieht schön mit Feuchtigkeit versorgt aus. Mein Code ist einmal unten für euch verlinkt, genauso wie die Links zu den Produkten. Der Code gilt aber auf das komplette Asam-Sortiment. Ich weiß, ganz viele von euch sind große Fans von Asam, genauso wie ich und Freunde, sonst würde ich es euch nicht zeigen, ganz ehrlich. Lichtschutzfaktor ist einmal drauf. Heute wird das Wetter richtig, richtig schön hier in Berlin und ich freue mich. Und jetzt geht es weiter. Ich habe hier, wie immer, ein paar Produkte. Und ich greife jetzt hier einfach mal rein, denn ich bin so gestern durch meine Make-up-Sammlung gegangen und dachte mir so, okay, was habe ich denn eigentlich lange nicht mehr probiert? Und da schien mir als erstes der VDL Lumilayer Primer auf. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Da sind 30 Milliliter mit drin.
Und der ist einfach so wunderschön. Ich gebe mir zwei Pumpstöße auf meine Hand. Das war schon eigentlich zu viel. Vielleicht könnt ihr es in der Kamera sehen. Ich drehe mich mal ein Stück. Der hat so einen leichten Schein drin. Versorgt eure Haut einfach noch mal extrem mit Feuchtigkeit und sieht so wunderschön aus. Dieser weiße Cast, der jetzt im Gesicht ist, der verfliegt gleich, sobald es ein bisschen eingezogen ist. Die auf ungeschminkter Haut einfach rauf. Wow. Richtig, richtig schön. Gibt eurer Haut einen Glow und niemand redet darüber. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Produkte, die ich hier habe, dass die meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit haben. Vielleicht irre ich mich. Falls ihr sie benutzt, mega. Ich freue mich für die Produkte und für die Entwickler der Produkte. Schönes Produkt, mag ich sehr gerne. Habe ich letztes Jahr wirklich sehr, sehr oft benutzt, aber jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Ihr kennt das Problem. Ich habe viele Sachen hier, dann immer weiter in der Schublade nach hinten rutschen und dann. Tschüss, nie wieder gesehen. Genauso wie eine Foundation, die ich wirklich gerne gemocht habe. Und das ist die Judith Williams Anti-Aging Foundation. Die gibt es bei DM. Judith Williams hat jetzt auch einen eigenen Aufsteller in der Drogerie bei DM bekommen. Das ist der ehemalige 183 Days Aufsteller. Der wurde einmal in der Mitte geteilt, einmal mit Judith Williams und einmal mit Trended Up Sensitive. Sprechen wir nicht drüber, aber die mochte ich sehr, 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 sehr gerne. Die hat eine schöne Deckkraft, die lässt die Haut so perfekt aussehen und ich mag sie einfach sehr, sehr gerne. Ich gebe mir jetzt erstmal so ein bisschen was auf meinen Handrücken. Die ist von der Konsistenz her etwas dicker, also das ist nicht so eine ganz, ganz flüssige Foundation. Und ich nehme jetzt hier einfach einen Pinsel und arbeite mir die Foundation ein. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile in verschiedenen Farben rausgekommen ist, aber ich habe es damals in dem Video schon gesagt, ich habe es damals mit ein paar Personen getestet. Also wenn ihr nicht wirklich super, super hell seid, dann wird das eine Foundation sein, die sich so ein bisschen auch an euren Hautton anpasst. Ich meine, wir sehen, das ist ein Color Match von Tell Me. Sehr, sehr schön. Sie riecht ganz leicht, also es ist nicht so diese typische Luxuspflege-Geruchs-Überschwungs- Ich kriege keine Luft mehr, sondern nein, ganz zart und ganz weich. Ich arbeite die mir jetzt erstmal mit so einem Pinsel hier einfach ein, dass ihr sehen könnt, wie einfach und schnell das geht. Ihr könnt die auch sehr, sehr gut mit den Händen eintragen. Ich mag das nicht, ich kann nicht mal Buletten mischen. Oder bei Salat waschen hört schon auf. Ich mag das nicht, wenn meine Hände so feucht werden. Unpopular Opinion. Ich arbeite mir das jetzt einfach hier mal so ein bisschen ein. Eine schöne gleichmäßige Deckkraft. Im Moment bin ich eher so ein bisschen auf. Also eigentlich nicht. Eigentlich ist es gelogen. Full Coverage, aber ich probiere so ein bisschen weniger Deckkraft einmal zuzulassen. Und ihr habt es euch gewünscht, ich teste aktuell BB-Creams. Ich schaue natürlich aber auch noch weiter, um euch dann einfach ein gutes Feedback zu geben. Die Foundation ist einmal eingearbeitet und ihr könnt sehen, in Kombination mit diesem Primer sieht die Haut wieder sehr, sehr frisch aus. Genauso wie ich es mag. Die Deckkraft ist nicht. Oh, ich habe hier ein Haar. Oh. Die Deckkraft ist jetzt nicht so boom. Eine sehr zarte Deckkraft, ebnet aber sehr schön aus und sollte für die meisten wahrscheinlich auch reichen. Ich weiß ja, dass ich einer der wenigen Menschen bin, die wirklich mehr Deckkraft. Also es gibt nicht genug Deckkraft für mich. Wunderschön, Freunde. Wir machen weiter mit einem Concealer. Und den habe ich, glaube ich, euch einmal gezeigt und dann nie wieder. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, weil die Form einfach so war, dass ich ihn irgendwie verloren habe dann in der Schublade. Das ist der Ilamasqua Skin Base Concealer Pen. Ich bin kein Fan von so Concealer Pens. Der hat hier so Stahl dran und oh, es kühlt so schön. I don't care. Der hat eine sehr schöne Deckkraft. Ich gebe mir jetzt hier erstmal so ein bisschen was hin. Der hat eine wunderschöne Farbe. Ich habe den in L2. Und Ilamasqua ist auch eher so ein bisschen, also korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, ist so ein bisschen außen vor, oder? Ich habe das Gefühl, niemand redet oder wenige Leute reden über Ilamasqua, VDL, die Marken, die ich hier in den Videos zeige. Ich glaube, was das Problem ist, und da möchte ich auch gerne was mit euch besprechen, ist diese Beauty-Community im Moment oder eigentlich schon seit einer Weile, dieses mehr ist mehr. Produkte, 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 rausballern, rausballern, rausballern. Und das Ganze wird natürlich durch YouTube und Instagram und Social Media im Allgemeinen unterstützt. Und klar, man kommt als Konsument natürlich auch nicht mehr hinterher. Und ich sehe mich da so ein bisschen im Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich das ganz furchtbar, dass es halt so viele Produkte auf den Markt überflutet werden und die Leute, die Kunden, die kommen. Wie sollt ihr denn als Konsumenten damit zurechtkommen, wenn ich es selber nicht mal schaffe? Weil ich einfach nicht mehr weiß,
was da ist, was kommt gerade raus. Ich kriege alle 10 Minuten eine Trend-Mood-Benachrichtigung und denke mir so, okay, noch eine Lidschattenpalette von Morphe, noch eine Lidschattenpalette von Norvina und Anastasia Beverly Hills. Und ich sitze hier so zu Hause und denke mir so, okay, was zeige ich euch denn als erstes? Gar nichts davon, weil ich mir denke, das ist einfach so ein bisschen schwierig. Und ich möchte euch auch nur noch Sachen zeigen, die mich wirklich selber persönlich interessieren. Wenn ihr natürlich Ideen und Wünsche habt, dann gehe ich natürlich darauf ja auch meistens ein. Es ist halt aber einfach immer nur so ein bisschen schwierig. Und ich probiere euch so ein bisschen zu motivieren, eure Produkte, die ihr schon zu Hause habt, zu benutzen und dann gelegentlich einfach eine Lidschattenpalette oder ein Produkt zu kaufen, wenn es euch wirklich was gefällt. Aber bitte fühlt euch nicht dazu verpflichtet, nur weil irgendjemand euch etwas zeigt, es dann auch kaufen zu müssen. Also ist ja, nächste Woche kommt doch wieder was Neues raus und vielleicht ist das noch besser und dann ärgert ihr euch, weil ihr die Lidschattenpalette gekauft habt. Concealer ist wirklich schön, ultra hohe Deckkraft, sehr, sehr cremig, sehr dick, erinnert mich von der Textur so ein bisschen wie an den Concealer von IT Cosmetics. Gefällt mir gut. Ich sette das Ganze einmal. Puder, was unterschätzt ist, habe ich nicht. Ich habe nur Puder, die überschätzt sind. Laura Mercier. Gehe damit einfach mal rein und sette damit so ein bisschen den Concealer. Das ist okay, das Puder, aber es ist halt jetzt nicht. Meine Meinung dazu kennt ihr. Also, ich sehe aus, als hätte ich wirklich lange geschlafen. Wir haben gar nicht so lange geschlafen heute. Danny musste heute sehr, sehr früh raus. Und ich habe heute auch einiges zu tun. Ich hatte es euch ja schon gesagt, die nächsten Monate, eigentlich nur noch Wochen, werden so ein bisschen turbulent für mich. Und deswegen ist nicht mehr so viel mit Schlafen. Ich liebe diesen Concealer. Ich weiß nicht, warum ich den so lange nicht mehr benutzt habe. Also das sieht doch wirklich schön aus, oder? Tolle Deckkraft, sehr ebenmäßig, living. Ich habe nämlich jetzt zwei Paletten, einmal für Blush und Bronzer und einmal für Blush und Bronzer und Highlight. Einmal die Love X Letizia Lemark Palette. Das ist einer der besten Paletten, finde ich, aktuell, die neu auf den Markt gekommen sind und die meiner Meinung nach auch viel zu wenig Aufmerksamkeit von YouTubern bekommen hat. Ich glaube, Hattie hat sie gezeigt, ich habe sie gezeigt und Janine Fräulein T. Ich habe hier, also wie gesagt, einmal die Love Palette und die ist richtig schön, denn die ist mit drei gebackenen Farben. Sieht so ein bisschen aus wie dieses Fürst Pückler-Eis. Wir haben hier einmal so einen Bronzer, einen Blush und einen Highlighter. Genauso wie eine Palette, die. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, dass sie unterschätzt wurde, weil sie lag am Ende bei TK Maxx. Da habe ich sie auch persönlich selber her. Das ist die Becca und Chloe X Malika Palette. Apropos Chloe, wow, was für eine Überleitung. Chloe cremt sich immer ihre Hände mit Sonnenschutz ein. Das ist eine tolle Palette. Die sieht völlig mitgenommen aus, weil ich sie halt so oft benutze. Die ist recht ähnlich mit der, farblich aber gar nicht. Also es sind halt einfach gebackene Lidschatten. Und ich benutze dazu einfach so einen etwas runderen Pinsel und gehe da einfach mal rein. Der ist sehr intensiv, deswegen bin ich ganz vorsichtig damit und gebe mir den einfach nur hier so ein bisschen hin. Also ihr seht schon, boom, okay, ich habe sofort Bräune drauf. Man braucht ganz, ganz wenig. Die Palette ist nicht so teuer. Nicht so teuer, kommt immer drauf an. Für das, was es ist, ist es eine sehr, sehr schöne Palette. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, Freunde, ich habe das Gefühl, ich kriege eine Erkältung. Ja, also meine Stimme ist einfach so ein bisschen weg. Ansonsten geht es mir aber sehr, sehr gut. Ich habe sofort eine sehr, sehr schöne Bräunung im Gesicht. Kann man sich gut aufbauen, sehr schön als Lidschatten. Das sind immer so Farben, wo ich sage, ich swatche euch einfach mal kurz. Das sind so Farben, wo ich euch immer sage, das ist ein Bronzer, den man sich auch schön in die Lidfalte geben kann. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also da hat Love und Letizia wirklich tolle Sachen gemacht. Der hat keinen Schein mit drin, der ist aber so fein gemahlen und dann gebacken, dass der auf eurer Haut nicht trocken aussieht. Das ist ganz bemerkenswert. Ich hole euch natürlich auch gleich ein Stückchen heran, wenn wir die Augen machen. Tolles, tolles Produkt. So ein Stückchen, der habe ich euch jetzt schon mal rangeholt. Ich benutze den, nee, ich benutze nicht denselben Pinsel. Wir gehen jetzt hier in die Becca und Chloe Palette rein. Wir haben einen Highlighter, wir haben zwei Blushes und wir haben einen Bronzer. Der Bronzer ist recht warm, also fast orange, funktioniert bei meiner Hautfarbe so noch in Ordnung. Ich glaube, wenn ihr heller seid, nicht unbedingt. Ich nehme jetzt hier einmal so einen Blushpinsel und gehe in die Farbe hier oben rein. Ich weiß leider nicht mehr, hat die mal einen Namen gehabt? Yes, Girl. Yes, Girl. Und die ist sehr intensiv. Ich toppe mir die einfach hier so oben mit drauf und die haben allen Schimmer mit drin, ne? Also so ganz fein und sehen auf eurer Haut sehr, 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 sehr frisch aus. Und das ist genau die, ich gucke die ganze Zeit dahin, weil ich das da hinten nicht erkenne. Das ist genau die Base, die ich mag, ne? Also dieses Glowy Bronze Over Blush Sunkist in Malibu am Strand liegen. Also über den Boulevard marschieren. Schöne Palette, ganz toll. Vielleicht gibt es sie bei Douglas noch. Ich probiere euch die Produkte, die ich finde, zu verlinken. Einmal alle unten in der Infobox. Schön. Living. Living, living, living.
Für Highlighter möchte ich ein Produkt benutzen, was ich damals oder was mir damals ziemlich viel Ärger gebracht hat, wenn ich ehrlich bin. Und zwar geht es um Batik. Batik ist die eigene Marke von Dagi B und die hat Make-up rausgebracht. Das gab es bei DM. Ich glaube, es gibt es mittlerweile nicht mehr. Und sie hat unter anderem diese Highlighter-Palette hier rausgebracht. Und ich erinnere mich, dass damals die Produkte einfach so ein bisschen, sie wurden zwar riesig gehypt, sind dann aber sehr schnell untergegangen. Ich benutze jetzt hier einen Pinsel, der ist übrigens auch von Letizia Lehmack. Ich verlinke euch die Pinsel einmal unten. Geht jetzt ganz leicht in die Farbe Ibiza. Passt ja. Und das toppe ich hier einfach oben rauf. Die könnt ihr richtig schön aufbauen. Und habt dann so einen perfekten Sun Dust. Das ist jetzt so ein bisschen was Rosé-Stichiges. Ich habe einmal ganz schnell die Augenbrauen drauf gemacht, Freunde. Und wir machen weiter mit Lidschatten. Und also, als ich habe die Palette damals reviewt. Es gab ein eigenständiges Video dazu. Und es geht um die Jaclyn Hill Palette Volume 2. Und ich möchte der Palette nicht eine zweite Chance geben, weil sie hat nie eine zweite Chance gebraucht, weil sie einfach gut ist. Ich glaube aber, dass Jaclyn Hill im vergangenen Jahr einfach nicht so, unter die letzten 2, 3 Jahre waren nicht so ihre Jahre. Was mir sehr, sehr leid tut für sie, weil ich weiß, wie es ist, wenn man so lange an einem Produkt arbeitet und dann passiert halt sowas. Und das ist eine wundervolle Palette. Das ist einmal diese rotbraune hier, aber wir haben auch diese lila Töne drin. So eine wunderschöne Palette. Ich schminke jetzt auch was damit, weil ich finde, das ist einfach nicht fair gewesen, was da passiert ist. Es geht am Ende immer hier nur ums Make-up bei mir. Das ist eine wundervolle Palette. Da kann man nichts gegen sagen. Ich bin mir gerade so ein bisschen unsicher, was ich schminken möchte. Gehen wir heute rot und schwarz? Ja. Ich nehme jetzt hier einen Pinsel von Letizia. Das ist der 0GBSB Brush. Schade, dass kein Spiegel drin ist. Fand ich damals schon doof. Deswegen lege ich die Palette einmal hier hin. Sag euch dann einfach die Namen einmal an. Wir gehen in die Farbe Next und die platziere ich mir hier an meine Crease und baue mir die so ein bisschen auf. Ihr seht, das ist so krass, diese Palette. Und ich glaube, entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Mir geht es ehrlich gesagt nicht um die Person dahinter. Ich weiß, vielen ist das wichtig. Ich glaube, ich habe da aber nochmal einen anderen Standpunkt, wie ich zu Make-up-Launches von, in Anführungszeichen, Kollegen stehe. Und sie ist einfach gut. Hat die Palette nicht verdient. Ob Jaclyn irgendwas in ihrem Leben verdient hat oder nicht, das liegt nicht ansatzweise in meiner Person, sowas zu bewerten. Die Palette ist iconic. Sie sind anwenderfreundlich, sie sind gut. Ja, die Formulierung wurde geändert. Okay, das ist auch mir persönlich in dem Fall egal. Ich nehme denselben Pinsel und gehe gleich in die Farbe Hard On. Das ist ein sehr, sehr intensives Rot. Ihr seht schon, der Pinsel ist voll und der Pinsel ist schwarz. Und das blende ich mich hier in die Umrandung ein. Haben ein bisschen Kickback die Farben. Fallout jetzt hier. Aber ein sehr schönes Rot. Nehme mir dann einen etwas fluffigeren Pinsel. Der ist einfach noch so ein bisschen schmutzig. Gehe in die Farbe My Man. Und dann blende ich hier oben einfach alles aus. Ich würde auch niemals sagen, das Produkt ist schlecht, obwohl es nicht schlecht ist, nur weil es Jaclyn ist. Oder nicht nur Jaclyn, sondern auch jeder andere YouTuber oder Produzent. So könnt ihr sehen, dass die Farben schon sehr, sehr schön auf meinem Auge rauskommen. Ich nehme jetzt nochmal einen sauberen Pinsel und blende hier oben einfach noch so ein bisschen aus, dass es hier etwas weicher ist. Ich gehe dann so ein bisschen in das Schwarz und verdunkle mir das an meinem unteren Wimpernkranz und gehe dann hier so vorne und hinten nochmal so ein bisschen lang, um das hier
wirklich dunkel zu kriegen. Mit meinem Finger gehe ich jetzt in die Farbe Drama Queen. Das ist so ein richtig schönes Schimmer. Und das tupfe ich hier einfach so ein bisschen rauf für ein bisschen Bewegung, für ein bisschen Sparkle, für ein bisschen Drama und gehe noch ein bisschen in die Farbe Talia rein. Das ist so Gold und mische mir das noch mit rein, um das Ganze aufzuwärmen. Das sind Schimmer, die sehen aus wie Wasser, die sehen aus wie flüssiges Metall. Richtig wet, richtig Ultraschimmer. Also das ist nicht so ein softes, ich habe ein bisschen Glitzer drin. Nein, das ist wirklich Schimmer. Für meinen Inner Corner nehme ich jetzt einen kleinen Pinsel und gehe hier in der Highlighter-Palette in die Farbe Ibiza. Und platziere mir das hier. Die Mascara, die ich gerne benutzen würde, ist von Sephora. Der Eigenmarke von Sephora. Und das ist die Size Up Mascara. Schönes Bürstchen, macht wunderschöne Wimpern. Aber auch hier, ich habe das Gefühl, niemand redet über die Sephora Eigenmarke. Wusstet ihr überhaupt, dass Sephora eine Eigenmarke hat? Ich glaube, dass Sephora einfach sich so ein bisschen an den Bestsellern orientiert und sich dann überlegt, wie können wir das Produkt selber auf den Markt bringen. Und dann sind die Sachen auch wirklich, wirklich gut. Mein letztes Produkt ist für die Lippen und da habe ich etwas von Honest Beauty. Das ist der Lip Crayon in der Farbe Marsala. Das ist nur so ein Hauchfarbe. So, ich muss schnell mein Kind aus dem Kindergarten abholen. Ich möchte aber gepflegte Lippen haben. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look. Full Face mit Produkten, über die niemand mehr redet, die unterschätzt sind, die ich gerne mag, aber selber nicht mehr benutzt habe. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nenne. Ich hoffe, der Look gefällt euch und ihr hattet ein bisschen Spaß. Probiert doch einfach mal wieder Produkte aus, die ihr seit einer Weile nicht mehr benutzt habt, weil sie vielleicht im Schränkchen etwas weit nach hinten gerutscht sind. Schaut auf jeden Fall bei Asam vorbei, schützt euch vor Sonne, benutzt altes Make-up. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf!